Ein neuer Morgen im Privatspital Rudolfinerhaus, wo unsere Teenagermütter von Dr. Walter Sacher und seinem Expertenteam betreut werden. 5 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin bekam die 16-jährige Yvonne plötzlich Schmerzen im Unterleib. Obwohl sie zu dem Zeitpunkt beim Vielleichtvater Patrick war, musste sie sich allein auf den Weg ins Spital machen. Die Yvonne hat mich heute um 6 Uhr früh angerufen und hat gesagt, sie hat Schmerzen. Na gut, was sollen Schmerzen schon sein, wenn man ein paar Wochen vor der Entbindung steht? Ich habe gedacht, sie hat Wehen. Sie kam dann ins Krankenhaus. Ich habe sie untersucht und es war natürlich Wehen, denn der Muttermund war schon 4 cm offen. Hoffentlich geht es dem Baby gut, denn aufgrund von Yvonnes Zigarettenkonsum in der Schwangerschaft ist es größenmäßig unterentwickelt. Ich glaube, es drückt schon. Ja, jetzt werden wir nicht mehr lang warten. Die Yvonne war sehr, sehr bemüht und sie ist ein ganz ein junges Mädel. Und es war ihr halt dann in der Austreibungsphase kurzfristig ein bisschen zu viel. Die Abstände sind immer kürzer geworden und es war einfach ein Horror. Ganz entspannen in der Pause. Bist du schön entspannen. Natürlich, der Schmerz ist da, das ist keine Frage. Ja, dadurch, dass eben dann, sobald der Blasensprung war, eben die Wehentätigkeit an sehr großer Intensität zugenommen. Nicht die Luft anhalten, sonst kriegt dein Kind keinen Sauerstoff. Oh mein Gott, es geht nicht da! Fest drauf! Ja, super machst du das. Super, fest die Hand halten und dann bei der nächsten werden wir drücken probieren, okay? Auf der Seite, ich verspreche dir es, ja? Super bist du, ganz toll. Es steht fest, dass die jungen Schwangeren, die Teenager-Schwangeren, von vornherein schon das Risiko einer Mangelentwicklung des Kindes im Mutterleib haben. In dem Fall bei der Yvonne wurde es noch verstärkt, dieses Risiko, durch das Rauchen. Na, hoffentlich geht alles gut aus. Und Yvonnes Nikotinsucht zeigt keine Auswirkungen auf ihr Baby. Wird sie mit den Schmerzen umgehen können? Denn das ist erst der Anfang. Ganz alleine ist Yvonne ins Privatspital Rudolfinerhaus aufgebrochen. Ihr 23-jähriger Freund Patrick fand es scheinbar nicht der Mühe wert, sie zu begleiten, obwohl er gerade Urlaub hat. Ob er übrigens der Vater ist, ist noch unklar, da noch ein anderer Mann in Frage kommen könnte. Aufgrund von Yvonnes starken Zigarettenkonsum in der Schwangerschaft ist ihr Baby größenmäßig unterentwickelt. Super, dann steigt sie. Ja. Na, jetzt drückst du an und es ist da, ich verspreche es dir. Es ist schon da, Herr Doktor, steckt schon auf. Wir müssen arbeiten, komm. Jetzt da immer, drehst dich in den Rücken, Rückenlage und andrücken und das Kind ist da. Da war sie schon 7 cm offen und -1 fast eingetreten. Also sie wäre nicht aufzuhalten gewesen, die Geburt. Und wenn das so schnell geht, muss man sagen, okay. Drück's raus, schmeiß raus. Du kannst. Schau mal, hast du schon mal einen Stuhl gehabt? Dann haben so. Und jetzt schmeiß raus das. Nein, du schaffst das. Drück's raus. Es geht nur dieser Weg. Super, du bist die Beste. Du bist die Allerbeste. Und noch einmal, fest. Du bist wirklich die Beste. Super, schau, das Kopf schaut schon raus. Bisschen noch. Bisschen. Und noch einmal. Super, perfekt. Weiter. Du bist da. Jetzt müssen wir ein bisschen warten bis zur nächsten. Ich weiß, das ist ganz schlimm, Herr Dr. Sacher. Du musst bitte ein bisschen atmen. So. Du bist eine tolle Frau, wirklich. Bei der nächsten Wehe haben wir es. Ich weiß, dass das jetzt schlimm ist, aber du schaffst das. Du holst jetzt Luft und drückst an. Und den Kopf runter und mit 2 Wehen haben wir das, okay? Und 2-mal andrücken. Und wenn du keine Luft mehr kriegst, holst du wieder Luft und drückst noch einmal an, okay, Yvonne? Sie hat heftige und starke Schmerzen gehabt.
und sie wollte nicht den Kreuzstich. Ich wollte den auch sofort anbieten, nur der Muttermund ging noch schneller auf, der Kopf kam herunter und wir hatten gar keine Gelegenheit mehr. Weil wo es dann wirklich geheißen hat, jetzt kommt dann gleich, ja, und die Wehen, also das war dann schon heftig, also das war das Schlimmste. Zurück im Privatspital Rudolfinerhaus und somit zurück bei der 16-jährigen Yvonne, die gerade ihr Kind bekommt. Und jetzt schmeiß raus das. Aua! Nein, du schaffst das. Drück's raus. Drück's. Aua! Entschuldigung! Entschuldigung! Ja, jetzt schmeiß weiter. Bissi. So, Luft holen. Noch einmal. Und noch einmal fest. Fest. Weit. Das ist ja tüchtig. Noch bissi. Super. Und dann haben die Qualen für Yvonne ein Ende. Sie bringt 5 Wochen zu früh ein Mädchen zur Welt. Nur im Beisein ihres Arztes und ihrer Hebamme. Jedoch ohne ihren Freund, den vermeintlichen Kindesvater Patrick, und ohne ihre Familie. Das Kind war leider Gottes sogar ein bisschen kleiner, als es der 35. Woche hätte entsprechen sollen. Trotz ihrer Zartheit ist sie eigentlich ein sehr stabiles Mädel gewesen. Willst du es dann haben? Nein, Mama. Du bist großartig, ich gratuliere dir. Du bist super, du kannst so stolz auf dich sein. Das muss dann mal einer nachmachen, so schnell. Da war ich so glücklich, wie die Kleine da war, ja. Aber und da waren die Schmerzen wirklich, wie ich es gehört habe, wie weg. Ich muss das noch mal absaugen. Gerne. Mal schnell absaugen, oder? Ja. Super, alles bestens. So, schön tief durchatmen, kleiner Zwerg. Super. Ein Mädchen. Ein Mädchen und eine Bilderbuchgeburt. Super, ja. So kann ich es mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass ich jetzt wirklich ein Kind habe. Aber muss ich wohl. So, zeig ich dir mal was Schönes. Warte, weil noch einmal. Schau sie dir an. Schau, sie braucht dich. Ja, das ist ja dein Mädchen. Die ist so süß. Die 16-jährige Yvonne scheint gar nicht richtig begreifen zu können, was gerade passiert ist. Am Anfang war sie ein bisschen Abwehrstellung, wischt es ab, ich will es nicht gleich sehen. Aber dann hat sie doch ein bisschen schon Beziehung aufbauen können. Na, ich sage mal, schön kann ich nicht sagen, dass das Kind jetzt ist. Ja. Aber ich hoffe halt, ja, dass wirklich ein schönes Kind wird. Soll ich den Bauchling oder magst du es nicht so haben? Nicht, Patrick. Den Patrick. Ich rufe ihn jetzt noch einmal an, wenn du willst, am Handy und sag ihm, dass seine Tochter da ist, okay? Der Patrick wollte so nicht mitfahren, weil er Urlaub hat und weil er doch nicht weiß, ob es jetzt seins ist oder nicht. Und ja, hallo, hier spricht wieder die Hebamme von der Yvonne. Ich wollte nur sagen, ihre Tochter ist dem Moment geboren. Wir würden uns sehr freuen, wenn sie kommen, okay? Wollen Sie die Yvonne? Ich gebe Ihnen die Yvonne. Bitte. Ja. Die Kleine ist da. Ja. Es ist so schnell gegangen. Fahrst du bitte her. Bitte. Na, hoffentlich tauchte vielleicht Vater Patrick noch auf. Das Privatspital Rudolfinerhaus in Windöbling. Na schau, hast du es geschafft. Aber wie hast du es geschafft? Wie? Kurz. Schmerzlos nicht, aber kurz. Ja. Dafür. Ja, du bist schon so weit gekommen. Da warst du schon 7 cm offen, gell? Ich bin sehr stolz auf die Yvonne. Sie hat gut gepresst. Und sie hat das mit ihrer Jugend intuitiv ganz, ganz richtig gemacht. Dann drückst du die Plazenta raus und dann bist du frei. Nicht wieder drücken. Das tut ganz, ich habe selber 4 Kinder geboren. Die Plazenta tut überhaupt nicht weh. Die ist ganz weich, wie Butter. Das kann man nicht mit einem Köpfchen vergleichen. Das, weißt du, was die Plazenta ist? Mikrogeburtsvorbereitung, das erkläre ich dir dann alles ganz genau. Ein bisschen was haben wir ja schon gelernt.
So, ich mache da Platz. Ich nehme mal das. Das ist die schon in der Scheide drinnen. Du musst einmal andrücken. Nein. Nein, ich greife nicht drauf, das bin nicht ich. Ich ziehe nur an der Schnur und ich sehe schon da. Aber der Herr Doktor wird ein bisschen helfen. Ist schon da, ist schon da, ist schon da. Da brauchen wir gar nichts machen. So, aus, Ende der Durchsage. Und es schaut nach außen, schaut so super aus. Es ist nichts gerissen. Ich glaube, wir brauchen gar nichts machen. Du kannst uns bis zum nächsten Kind vergessen. Jetzt schauen wir uns die Plazenta an. Ja, es wird kein Kind mehr nachkommen. Das kann man nie wissen. Sicher nicht. Jetzt auf ein paar Stellen tun noch weh. Jetzt erst, ja. Aber trotzdem nie wieder ein Kind. Nie wieder. Na, was man natürlich sehen kann, ist, dass die Plazenta verkalkt ist. Naja, das kann dich viele Ursachen haben, aber es kann dich auch im Rauchen zusammenhängen. Das ist ganz klar. Man muss sich ja vorstellen, dass die Raucherinnen ja dem Kind ständig einen Sauerstoffmangel anbieten und zugleich eine Kohlenmonoxidvergiftung. Es ist ein Kind, das halt immer auf Sparflamme gelebt hat. Ein Kind, durch das Rauchen eben die Gefäße nicht sich verengen und das Kind halt nicht mit so viel Nährstoffen versorgt wurde, wie bei Kindern, wo die Mütter nicht rauchen. Ich sag, hätte ich es vorher wirklich gewusst, ja, hätte ich sicher weniger geraucht oder ganz sicher weniger. Ich denke, das Rauchen ist auch mit Schuld, dass das Kind doch zarter ist als der Woche entsprechend. Das Kind ist halt klein. Wir haben 1730 Gramm. Und 43 cm, das ist nicht gerade ein Riese. Wenn alles gut geht und nicht zusätzlich irgendeine Komplikation dazukommen könnte, kann man das Kind wahrscheinlich in 2 bis 3 Wochen mit einem entsprechenden Gewicht nach Hause schicken. Na, schau, schlecht. Hm? Ja. Herzlich. Yvonne sehnt sich ihren Freund Patrick herbei und hofft, dass er auch wirklich der Vater ihres Kindes ist.